Leute, willkommen zum vorletzten Kampf in dieser Challenge. Spannung! Spannung pur. Ja gut, also machst du jetzt mal gegen die Blitzschlag? Du hast doch sowas gefunden. Ich hab keinen Blitzschlag mehr. Du hast doch irgendwas gefunden, sowas seltsames. Ja, aber ich hab keinen Blitzschlag mehr. Und ich weiß auch nicht, wie ich diesen Kampf machen soll. Was ist denn das dann, was du gefunden hast? Ich hab das damals, glaube ich, für einen anderen Kampf verwendet. Für den Kampf habe ich damals... Damals den Blitzschlag verwendet, aber den Blitzschlag habe ich jetzt schon verschwendet für einen anderen Kampf. Ich dachte, du hast noch irgendwas Drittes gefunden. Du hast ja Blitzschlag und Raketenschlag. Ja, habe ich. Ich habe drei gefunden, aber die habe ich schon alle. Schauen wir mal, ob das so geht. Schauen wir mal, ich muss das testen, ob ich hier irgendwie schon. Okay, ich kann hier gar nichts mehr schmeißen und hier kann ich auch nichts. Ja, schauen wir mal. Das wird jetzt testen, also. Nein, das wird nicht funktionieren. Fuck. Da fehlt? Nein. Schön, dass die nicht verfehlen. Verfehlen. Die können verfehlen. Okay, das machen wir gleich nochmal anders. Aha! Willkommen zurück zum Kampf. Ja, Leute, willkommen zurück. Exo hat schon angekündigt. Jetzt machen wir es mal so. So, ich würde jetzt erstmal hinten bleiben und warten, dass die kommt. Weil der kann sich auch wieder nach vorne bewegen, dann ballern. Ja, ich schau mal, ich stelle mich hier mal eins weiter hinten hin. Oh Gott, das ist wild. Ob das was wird, das du sagst es. Der Kampf wird wahrscheinlich voll schwer und so. Ah, verfehl bitte, verfehl. Nein, hat nicht verfehlt. Die haben eine echt große Reichweite. Jo. Blöd, dass sie zur Seite ballern können. So Leute, da sind wir noch einmal. Und wir werden es weiter versuchen. Dieses Mal etwas anders. So, noch eins weiter hinter. Vielleicht kann ich hier nicht getroffen werden. Ich glaube es zwar nicht, aber mal schauen. Du musst dich auch erstmal nerven. Ah. Ja, und jetzt? Die Hasentaktik. Ah, Ion Thunder Sandstorm! Tot! One hit. Nice, der ist mal tot. So, jetzt müssen wir hoffen, dass die ganze Zeit hinten bleibt, dann kannst du immer nach der Reihe da vernichten. Wohl, schauen wir mal, was so passiert. So! Oh shit, ey. Das ja, die haben aber keine große Reichweite. Ja, dann musst du gucken, dass alle drei eine haben, dann schmeißen. Ja, dödelt rum, komm schon, geh in die Ecke und macht es euch, aber lass uns in Ruhe. Wie viele Runden muss der noch aufladen? Moment mal, so, mal schauen. Wo ist... Ach, der hat hier noch, eine Runde noch. War der jetzt den Ion von der Schatte? Ovid hat den stärksten. Penis! Penis! Nein. Töte sie alle. Ich muss sie alle umbringen. Das war Schmarrn, was ich jetzt gemacht habe. Gib mal den da hier lang. Hier und du gibst den Ionen-Scheißdreck hier hin. Und du tötest. Du kannst einfach schießen, genau. Glück vielleicht noch, das wäre nett. Nein, kein Glück für Blackie. Aber 100. Oh, nice. Ovid, du bist der Beste. Sepp Ovid ist der Beste von allen. Er ist cool. Oh mein Gott. Das ist scheiße. Warum sind die Gegner so dumm? Nein, das ist wegen Taktik und so, weil du wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit hast, sie doch irgendwie anzugreifen, wenn sie näher kommen. Wahrscheinlich weiß das die KI und warte darauf ab, dass du einen Fehler begehst und rechnet jetzt nicht mit dem Befehl des Ionengewehrs. Kann ja sein. Boah, nice, ey. Siehst du, Orbit for the win. Ich hätte ihn zugestellt. Er kann doch verfehlen. Nein! Verdammt. Scheiße! Bis zum nächsten Kampf! So, das sind wir wieder. Der Exo und ich. Und wir spielen dieses Spiel. Ach ja, ist das nicht schön. Wird kein leichtes sein. Dieses Spiel schlägt mir arg auf den Magen. So. Dann geben wir mal dieses Ionen-Drecksding hier an dich weiter. Willst du nicht erwarten, bis du eventuell zwei zerlegen kannst?
Also die, wenn die Betäubung aufhört, kannst du ihn ja abballern. Ist ja kein Ding. Aber da kommt ja leider noch in die Schussbahn, ist ja ganz cool. Schauen wir mal. Du hast recht, natürlich, hast du recht. Aber es wird nicht passieren. Ja super, es ist eine Runde leider verschwendet. Das ist jetzt wieder unkackt. Genau, aber das ist nicht so dramatisch. Ab hier kennen wir es ja. Es sei denn, er hat die Taktik geändert. Das kann ja alles sein. Oh, Blackie. Ja, schauen wir mal, was passiert. Die Gegner sind dumm. Tja, ja. Das ist mehr so hier so ein bisschen warten und mal gucken. Das ist Frauen beim Picknicken. Das ist so, so Kaffee und Kuchen. Ey, immer 100 Schaden, das Ding ist dermaßen übel. Jo, das ist böse, das Ding. Aber wenn du es wieder hier unten tötest, dann kommt wieder der da oben rumstänkern. Ja, deswegen muss ich mir was überlegen. Na, den unten töten, dann da ganz unten stehen bleiben eventuell. Ja, ich versuch's mal, ganz unten stehen zu bleiben. Ja, kann ja sein. Ja, bitte. Weil er kann ja jetzt nicht an jedes Feld reichen, oder? Das ist ja ein bisschen übergeben. Du kannst ja noch eins nach unten geben, ich glaube, da kommt er nicht ran. Ja, mach ich auch. 120 Schaden. Das heißt, Glück macht 20% mehr Schaden, oder wie? Irgendwas in die Richtung. Ah, okay. Er ist dumm, er ist dumm, er ist dumm. Ta, bitteschön. Taktik. Dann aber Dankeschön, aber egal. Bitteschön. Pass, Alter. Ey, was tust du? Achso, ich wollte schon sagen, jetzt so. Intelligent? Ja, sehr intelligent war das von dir. Warum steht der jetzt da oben? Weil er klug ist. Kommst du da nicht ran? Das ist natürlich doof. Da musst du eins nach vorne gehen, dass er bitte wieder runterkommt. Mal sehen. Oh Gott. Oh, ich glaub's nicht. Ich muss noch zwei nach vorne gehen. Ah! Ich gehe jetzt mal eins nach vorne und schau, ob das geht. Dann geht er noch eins nach hinten, dann gehe ich noch eins nach vorne. Oh Gott, mal sehen. Und er geht wieder eins nach hinten und ich muss noch mal eins nach vorne. So, bitte, komm schon. Herz der Karten, lass uns nicht im Stich. Und er ist ein Idiot. Yes. Du mit deinem Herz der Karten schon wieder. Halt die Klappe, es gibt kein Herz der Karten. Es gibt nur, er hat noch 99. Nein. Was geht? Warum? Oh. In den Nahkampf und bracht ihn einfach irgendwas. Er rein. Kann noch verfehlen. Okay, fick dich. Gar nicht. Hallo Leute, willkommen zurück zu einem Let's Play. Ich meine, was passiert da so? Er hat alle vernichtet und dann kam der letzte und ich zitiere es mal innerhalb eines Songs. 99 Befeilung. La 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 la. Ah, ihr seht schon, wir haben hier eine Menge Spaß. Ach, ja, wir haben ja ganz viel Spaß. Was du nicht mit. Ach, stimmt ja. Bäm, tot. Das spart uns schon mal eine Runde, das ist natürlich auch nett und so, voll nice. Nice! Vergiss nicht beim nächsten Kampf, was wir da so abgesprochen haben. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, ich vergesse schon nichts, keine Sorge. Ich nicht vergessen tu. Deutsch gelernt bei Yoda, du hast. Absolut. Jetzt stehen zwei in einer Reihe, warum kann ich jetzt nicht hier angreifen? Nein, jetzt müssen sie wieder lamen. Becky, du bist nicht für den Dreier zugeboren. Du bist ja dein Kerl. Keine Frage. Ah, ich weiß schon. So, jetzt stehe ich hier und kann mich immer da angreifen. Auch wenn der Frauenbart verdächtig aussieht. Aber auch sonst. Was geht? Hä? Lecken, ficken. Nächster Versuch! Hallo! Ja, ist das ja wieder zitieren oder lädst du dann das ganze Fail-Scheiß hoch, oder? Tust du ja, oder? Eigentlich nicht. Was? Denk, das ist nicht dein Ernst, oder? Alles zwischenzeitlich, nein. Ist ja auch egal. Ich hab hier ein kleines Problem bei dem vorletzten. Ja, natürlich lade ich die versauten Kämpfe alle hoch. Ich habe hier ein kleines Problem bei dem vorletzten Kampf. Falls es der ein oder andere schon mitbekommen hat. Die Gegner sind alle Sampo-Piraten. Die Gegner sind. Was? Weiß nicht.
Wieso Popo-Piraten? Weiß nicht, dass das klang so negativ. Warum warst du jetzt die ganze Zeit? Ich hab was vor. Ach, du willst, dass sie alle näher kommen, damit du sie alle umbratzen. Verfehl! Oh, Kacke. So, da... so, nochmal. Den da oben muss ich hier mit so einem Ding machen. Ja, genau. So. Muss ich mit dem Ding bearbeiten? Alles klar. Übrigens habe ich gestern ein neues Spiel erworben für 0 Euro 0 Cent. Oh, 0 Euro 0 Cent hört sich günstig an. Ja, es ist halt für N64 Pokémon Puzzle League. Ist wahrscheinlich so ein Titelsabklatsch. Aber weil gratis, von da habe ich mich einfach mitgehen lassen. Nur nie gehört. Ja, ist halt so ein Tetris-Abklatsch wahrscheinlich für den N64. Obwohl ich eigentlich für den N64 was anderes spielen möchte. Aber das alles zu seiner Zeit. Okay, mir geht's gut. Keine Panik. So, ich gehe jetzt mal mit dem hierher. Dem gehe ich hierher und mit dem gehe ich hierher. Wie kann der gehen? Oh, der kann gar nicht gehen, weil er betäubt ist. Ja, aber ich wollte trotzdem sehen, wie gut er gegen, wie weit er gehen kann. Der geht dahin und der geht jetzt nach links. Und das ist scheiße. Und jetzt kann... Ich stehe in einer Reihe. Ja, aber ich kann der nicht kann hin. Voll, ja, der kann auch voll gerade durchballern. Der da. Ah, ich versuch's jetzt einfach mal so. Zum. Ah. Dann kriegen die dich, wenn die. Leute, der letzte Kampf macht mir jetzt noch richtig Kopfzerbrechen. Hilfe! Der vorletzte. Der vorletzte Kampf, Entschuldigung, macht mir jetzt noch richtig Kopfzerbrechen. So, ich werfe jetzt hier einfach mal eine Betäubungsgranate, weil die macht auch noch ein bisschen Schaden. Ja, das nicht, dass wieder so ein 99 Luftballon-Ding kommt. 99 Luftballons. Ich werde nie wieder etwas zitieren, was dir den Anlass zum Singen geben könnte. Ich hoffe nur, weil dir mein Gesang so gefällt. Ich hasse deinen Gesang. Gut, weiter geht's. Na also Leute, er steht eigentlich total drauf, aber jetzt kriegst du natürlich Glück. Er hat genau... Ja, aber er hat nur 94 Schaden gemacht und ich habe vorher mit der Betäubungsgranate genau 4 Schaden gemacht. Du meinst 96, das wirst du jetzt nämlich auf 98. Ja genau, das meine ich. Das, was ich gerade gedacht habe, habe ich natürlich nicht gesagt. Das wäre langweilig. Gorki versaut die Mathe-Künste. Mathe? Jetzt ist der schon wieder nach links gegangen. Was soll denn der Schmarrn? Ja, er ist halt kein Rechtsbazist. Das war jetzt gerade ziemlich anti-rechtsradikal, weil er linksradikal findest du mich. Entschuldigung. So epische Ladezeiten und so. Die Kämpfe zu überbrücken. Sicher, dass sie es da unten zuerst weg. Ach, stimmt, der hier oben geht ja noch gar nicht. Und der wird sich wahrscheinlich auch voll. Leute, ich weiß nicht, was los ist. Ich muss mir was ganz anderes überlegen.